Bereits seit 2 Jahren müssen Greifswalder Leseratten aufgrund von Sanierungsarbeiten auf das Dachgeschoss der Stadtbibliothek Hans Fallada verzichten. Das Projekt fiel am Ende umfangreicher aus als ursprünglich geplant, sodass aus 8 Monaten Bauzeit 2 Jahre wurden. Nun neigen sich die Arbeiten dem Ende zu, wodurch das erneuerte 2. Obergeschoss voraussichtlich ab Anfang April wieder für wissbegierige Leserinnen und Leser zugänglich ist. Also es wird auf jeden Fall eine feierliche Eröffnung geben. Genau den Termin kann ich noch nicht sagen. Also wir haben einen Termin geplant, aber ich möchte jetzt keinen Termin nennen, der dann nachher wieder nicht eingehalten werden kann. In der Zeit, in der die Besucherinnen und Besucher die Sachbuchabteilung des Dachgeschosses nicht betreten konnten, wurden die Bücher auf den anderen Etagen untergebracht. Dennoch erwartet die Greifswalderinnen und Greifswalder im sanierten obersten Stockwerk nicht dasselbe Sortiment wie vor 2 Jahren. Also wir haben natürlich, auch wenn in 2 Jahren hier die Etage nicht nutzbar war, es ist ja der gesamte Sachbuchbestand gewesen, haben wir viele neue Bücher natürlich auch gekauft in der Zeit, alle Neuerscheinungen, die für unsere Bibliotheksnutzer interessant sein könnten, aus den Bereichen Naturwissenschaften, Geschichte, Kunst, Politik, Biografien, all das haben wir natürlich eingekauft. Darüber hinaus warten noch viele weitere Werke darauf, von den Besucherinnen und Besuchern gelesen zu werden, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek beherzigen, was die Bücherwürmer der Universitäts- und Hansestadt Greifswald verschlingen wollen. Wir reagieren auch immer ganz klar auf Nachfragen unserer Kunden. Also das heißt, wenn Buchwünsche an uns geschickt werden, dann kaufen wir auch die Titel gerne ein. Und da merken wir verstärkt eine Nachfrage nach Titeln zu den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Und in den Bereichen haben wir auch unseren Bestand erweitert und haben auch vor einem Jahr einen extra Bestand im Jugendbereich, das ist in der ersten Etage, zu Klimaschutz und Ökologie eingerichtet. Lange wird die Bibliothek nicht baustellenfrei bleiben, denn zum 125-jährigen Jubiläum, das noch in diesem Jahr ansteht, haben die Angestellten neben einer Festwoche vom 20. bis zum 27. Oktober mit verschiedenen Programmpunkten noch etwas anderes geplant. Unser großes Highlight ist, dass wir dann Ende Oktober auch Umbauten im Foyer abgeschlossen haben werden. Von denen sieht man jetzt noch nichts. Die werden im Sommer beginnen. Wir werden das Foyer zu einem Ort der Begegnung, also zu einem ganz loungigen Ort, umbauen. Und dieser Umbau wird dann also abgeschlossen sein Ende Oktober. Und die Einweihung des neuen Foyers wird sozusagen das Geschenk an uns selbst zum 125. Geburtstag. Nach diesen umfassenden Erneuerungsarbeiten bleibt zu hoffen, dass auch die nächsten Kapitel der Stadtbibliothek noch viele Leserinnen und Leser finden werden.